Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, und ihr seht meine Webcam. Ja, die ist an. Ich finde das immer witzig, dass vor allen Dingen immer der eine schreibt, endlich wieder mit Facecam. Ja, ich meine, die Facecam ist eigentlich immer an. Ich habe sie nur nicht immer an, hier, wenn ich aufnehme. Und das liegt einfach daran, dass ich mich nicht einfach so schnell hinsetzen kann. Tablet auf den Tisch, Aufnahmeprogramm an und go. Sondern ich muss dann erst immer Lichter machen, da ich natürlich nicht im Keller oder so wohne, wo ich immer gleiches Licht habe, sondern hier oben habe ich natürlich auch von außen, ja, mal ist heller, mal ist dunkler. Das heißt, ich muss das Licht immer ein bisschen einpegeln. Und das ist einfach immer ein bisschen zu viel Arbeit. Und deswegen mache ich hier ab und zu mal die Facecam einfach aus. Ja, dann lasse ich die einfach aus. Und aber ich bin ja da. Leute, ich bin auch da für euch. Ist doch kein Thema. Ihr hört mich doch. Ihr, naja, okay, schmecken könnt ihr mich jetzt nicht, aber ich meine, oder riechen könnt ihr mich jetzt nicht, aber ich meine, eben, ob ich jetzt mit Facecam mache oder ohne, natürlich gucke ich auch lieber Videos, wo die Leute unter Umständen eine Facecam haben, aber es gibt auch viele, die haben keine Webcam oder Facecam, nennt das, wie ihr es wollt. Aber was wollen wir eigentlich machen? Endspurt, habt ihr gesehen? Natürlich ist es eine freundliche Erinnerung, dass wir hier in den Pass auch mal zum Ende kommen, auch bei meinen freien Accounts. Ihr wisst, ich habe zwei Accounts, der Avatar und der Thorsten, da gönne ich mir den Goldpass immer bei den Accounts, die ich sonst noch bespiele, gönne ich mir den Goldpass nicht. Da brauche ich den nicht. Da habe ich einfach ein bisschen mehr so die Ultra-Geduld, die Free-to-Play durchzuspielen. Und das kann man ja auch machen. Es dauert halt nur ein kleines Stück länger. Der Pass macht es dann schon. Ja, ich will mal sagen, macht schon die Schnelligkeit, die Ressourcen etc. Aber das macht mir mit diesen Accounts hier nichts. Ich habe jetzt noch einen Tag 21 Stunden Zeit. Habe jetzt noch für einen Angriff 2 Stunden Zeit. Also ganz easy peasy. Und manche mögen das belächeln und sagen, Mensch, Toto, hier die paar Mauern, die schaffst du doch mal eben im Nachtdorf. Ja, hätte ich machen können, wenn im Nachtdorf hinten nicht gerade mein Bauarbeiter so ultra lange beschäftigt ist mit der Kampfmaschine, dann würde ich das tatsächlich machen. Und auch hier, meine Helden stehen im Moment, die treten so ein bisschen auf der Stelle. 41er King, 48er Queen. Ich habe jetzt keine dunklen Truppen, beziehungsweise ich habe auch keine Supertruppen auf dem Feld. Liga steht ja wieder an, da werde ich mir die Fassroller wahrscheinlich holen, auch mit den Rathaus 11 Account, aber ich würde sagen, wir hauen erstmal in den Sack. Brauche ich diese Truppen eigentlich wirklich? Ich glaube, ich nehme mal das Teil raus hier, ich fahre mir ja jetzt nur rum. Ich habe mir auch extra einen Spenden-Account mal reingeholt hier, das ist der Avatar, der spendet mir mal so ein bisschen was hin, weil wir hier so tagsüber nicht so ultra viele Leute sind, so muss man es ja mal sagen, und deswegen habe ich den mal als Spendenaccount reingeholt. Die Queen kostet noch ein bisschen was für mich, 196.000, aber ich habe gesehen, ihr wisst, man kann das Dunkle auch hier im Shop kaufen, und was mir heute aufgefallen ist, man kann das leider nicht mit Marken kaufen. Ich meine, du kannst Gold kaufen, du kannst Elex kaufen, ein paar Pullen, ein paar Hämmer, aber dunkles Elixier kannst du hier nicht erstehen. Das kann man hier im Shop machen. Und ich finde den Shop ganz schön teuer, muss ich sagen. Denn 200.000 geht ja bei mir rein. Und um die jetzt voll zu machen, nur um sie voll zu machen, etwas über 100.000 habe ich ja drin, 116.000, müsste ich schon ganz schön viele Gems ausgeben, muss ich sagen. Das heißt, im Umkehrschluss, die 3.000, die ab und zu mal hier für die dunkle Rune geboten werden. Das ist ja das teuerste Teil, was man hier beim Händler bekommt. Ist eigentlich günstig. Ist eigentlich günstig, stelle ich gerade fest, mit 3.000 Gems. Aber ich meine, ist trotzdem ein Wort zum Sonntag, würde ich sagen. Wir wollen hier ein bisschen, ja, ich will nicht sagen ein bisschen farmen, sondern wir machen gleich auch einen Live-Klangkriegsangriff. Wenn ich schon mal hier bin, dann machen wir auch ein bisschen was live immer. Und ich habe hier immer so zeitversetzt die Accounts in den Klankriegen. Hier beim FC Hollywood mit dem Donnerbengel habe ich das immer zeitversetzt zum Alex. Dann muss ich abends nicht mit vielen Accounts angreifen, sondern habe immer einen Tag quasi, ja, ich will nicht sagen CK-Pause, sondern der eine hat Vorbereitung, der andere hat CK und dann wieder andersrum. Der eine hat Vorbereitung und der andere hat CK. Ja, so würde ich das mal sagen. Und den nehmen wir mal mit hier. Oder, ja, den nehmen wir ruhig mal mit, dann, damit wir ein bisschen zu Gange kommen hier. Dann machen wir hier mal eben die Luftabwehren so ein bisschen weg. So, 1, 2, 3. Welche nehmen wir noch? Wir nehmen mal diese hier noch mit. Ich habe eine komische Truppe am Start, ich weiß.
mit ihm hier, mit den beiden hier. Vermutlich vom Spenden. Das kommt wahrscheinlich vom Spenden. Und dann gehen wir mal rein. Worden steht schon mal richtig. Das ist sehr nett. Und jetzt habe ich keine Belagerungsmaschine dabei. Naja, okay. Wir haben keine Belagerungsmaschine dabei. Na, ist nicht so schlimm. Dann nehmen wir die hier so mit rein, würde ich sagen. Wie sie so kommen. Und hier unsere Drachen Richtung Mitte geschickt. Einmal den Wardner hinterher. Jetzt habe ich auch keinen Fries. Ich hätte besser mal vielleicht einen Fries mitnehmen sollen. So, den Warden ein bisschen zeitnah gezündet hier über dem Rathaus. Ah, das sieht doch ganz schick aus. Das Single Inferno ist natürlich nicht so nett für Drachen da hinten. Die Tornado-Falle aus, geht aber auch noch. Und der Single Inferno bleibt ja in jedem Fall stehen, da in der Mitte am Adler. Denn ich kriege den Adler bekommen, wahrscheinlich auch den Adler noch nicht mal, da der Feger meinen Drachen da immer wegfegt. Jetzt ist der Feger aber weg. Und der Inferno, fällt er noch oder fällt er nicht? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Au, er fällt. Aber wirklich mit dem letzten Drachen fällt er doch noch. Ja, ich lasse mal auslaufen. Mehr kann ich ja jetzt sowieso nicht machen. Aber ja, ganz gut. Und so komme ich jetzt dem Ziel so ein bisschen näher. Man muss ja immer Ziele haben, Pass gespielt zu haben. Beziehungsweise, dass ich den. Ich verpasse hier so viel mit meinen anderen Accounts außerhalb von Thorsten und Avatar, dass es mich manchmal ärgert. Vor allen Dingen zu Anfang des Passes ist es immer sehr, sehr schleppend, obwohl das eigentlich ja nur drei Sachen sind, die man erstmal so pro Tag machen kann. Einmal Nachtdorf, einmal Tagdorfangriff und dann ein bisschen Spenden. Das kriegt man eigentlich immer hin. Aber tatsächlich, bei einigen Accounts kriegt das nicht immer hin. Und ärgerlicherweise bleibt der Adler hier stehen. Aber ich habe gesehen, das ist auch erst ein Level 1 Adler. Und der tut jetzt nicht ganz so weh. Das seht ihr da. Der Inferno-Drachen. Inferno-Drachen, der Elektro-Drachen. Komm, einmal kannst du noch schießen. Ah, dann kriegt er das Lager noch. Dann haben wir den vielleicht doch auf 0, jo. Haben wir auf 0, wunderbar. Und dann werfe ich jetzt mal einen Obelix-Trank ein. Also kein Obelix-Trank, sondern, da kann ich aufhören, einen Trank ein. Und zwar, was wollte ich denn eigentlich einwerfen? Den hier, eine Trainingspotion. Die usen wir mal, denn wir wollen auch noch einen Klankriegsangriff machen mit dem Account hier. Aber hier seht ihr jetzt schon, da ist eine 13. Da gab es jetzt, glaube ich, gerade 200 dabei. Jo, habe ich jetzt auch mal geschafft, nach fast einem Monat endlich die 1000 Zerstörung hier in den Multiplayer-Battles. Das ist mal wieder ein Zeichen, dass ich wirklich nicht viel mit den Accounts mache. In 1 Stunde 54 könnte ich oder hätte ich den Pass hier fertig. Nur mit den Tagesaufgaben. Allerdings, ja, vielleicht kriegen wir noch zwei Feger. Müssen wir mal gucken. Die Mauern, wie gesagt, die kann ich im Moment nicht machen. Die hätte ich gerne machen können, ja. Allerdings ist im Moment mein Bauarbeiter dabei, die Kampfmaschine hier auf 25 zu ziehen, also auf Rathaus oder Bilderhall Level 8 Endlevel. Und deswegen sind mir da ein bisschen die Finger gebunden. Der läuft also noch ein bisschen. Deswegen kann ich auch die Clanspiele noch nicht abholen, da ich gerne diese Runehai hätte. Im Moment kann ich sie aber nicht ausgeben im anderen Dorf, also müssen wir auch hier noch ein bisschen warten. Hier kriegen wir nochmal ein Heldenbuch. Und wir kriegen auch ein Heldenbuch aus dem Pass. Also holen wir uns erst das Heldenbuch aus dem Pass und dann das Heldenbuch aus den Spielen, weil die Spiele halt noch ein bisschen länger dauern, beziehungsweise ich kann das bei den Spielen so ein bisschen noch rauszögern, mir das Buch dort zu holen. Was ich aber nicht rauszögern möchte, ist eigentlich, dass ich hier natürlich jetzt den Boost auch mal anschlage. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Ein Heilzauber noch in meiner Clanburg. Ich möchte so ein bisschen mit Hox angreifen. Hatte ich mir so überlegt. Und dann nehme ich eigentlich immer so 8 Bowler mit. 8 Bowler mit. Ein paar Magier dabei. Kein Mauerbrecher. Dann nehme ich eine Karre. Und natürlich viele Philox. Wie viel haben wir hier? 30 Stück. Das könnte ein bisschen viel sein. Wir nehmen, glaube ich, noch so ein bisschen, kleines bisschen Cleanup vielleicht mit. Und was machen wir da? Ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht 2 Loons mitnehmen. Ich werde euch nachher sagen oder zeigen, warum. Für welche Ecke. Und wir brauchen noch einen Riesen. Wir brauchen einen Riesen dabei. Dann machen wir das so und dann lassen wir die mal bauen. Ich lasse mal eben recken hier. Und dann machen wir noch A, einen zweiten Farmangriff und B, machen wir dann auch den Klankriegsangriff. Also wir vergessen hier nichts. Im Endspurt hier um den Pass. Ich bin jetzt ganz froh. Ich muss nachher noch auf die anderen Accounts, dass ich es erstmal wieder mit dem hier
ja, gerade so gepackt habe. Man kann das schneller machen, ich weiß, Leute, aber hätte, hätte, Fahrradschloss, kurzer Cut, und dann machen wir hier weiter. So, Freunde, 6K Dunkles, das lasse ich mir nicht entgehen, das nehmen wir mit. Auch wenn das jetzt ein Rathaus 12 ist, aber das ist noch ein gerade so Rathaus 12. Und damit ich, jetzt kommt der Tor, jetzt kommt der Thorsten, der hier immer so Schiss hat auch. Wir gehen auf der Seite rein, denn hier sind schon mal zwei Bohrer. Hier sind schon mal zwei Bohrer. Nicht, dass ich auf der gegenüberliegenden Seite, das passiert mir ganz, ganz oft, euch bestimmt auch. Du greifst auf der gegenüberliegenden Seite an und um dann festzustellen, dass die vollen Bohrer auf der Seite sind, wo du jetzt überhaupt nicht mehr hinkommst. Und so, was habe ich denn eigentlich dabei? Ein paar Bohler, ein paar von denen. Wo soll denn jetzt eigentlich meine Queen so ein bisschen hingehen? Ah, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich die hinschicke. Warte mal. Ich glaube, wir gehen mal hier so vor. So. Dann können wir hier unsere Mauerbrecher mal reinschicken. Zwei Stück schon mal. Zack, zack. Wunderbar. Oh, der Dicke da geht mir fast flöten. Und jetzt kann ich den Rest hier eigentlich reinschicken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und oh, der steht noch auf Luft. Verdammt. So, hier soll es reingehen, Mädels. Und den könnten wir, ich weiß noch nicht, wo ich den ansetze, aber ich glaube, wir legen erstmal kurz den Adler still hier. Das Rathaus ist ja jetzt nicht so, so stark, dass ich dort, erst wenn das Rathaus fällt, ich nenne es mal so, die Bombe ansetze. Oh, hier ist nochmal ein King, der muss da weg. Wo ist meine Queen? Oh, der dicke Topf steht da noch in der Mitte. Es wäre ganz schön, wenn ich den bekommen täte. Allerdings jetzt den Elektrodrachen hier zu schicken, ist, glaube ich, auch, macht keinen Sinn. Da ist noch eine Luftabwehr, da ist jetzt ein Feger. Von wo aus kann ich den denn jetzt noch schicken? Ich würde sagen, wir nehmen den mal von hier aus rein. So, ich habe noch ein paar Magier, wunderbar. Und meine Queen ist da unten am... Ah, jetzt geht sie da zum Pott hin. Okay, alles klar. Ach, hier unten ist ja noch alles safe, Leute. Hier unten ist ja noch alles super, super safe. Sehe ich jetzt gerade. Aber auf 0. Ah, seht ihr? Das ist das, was ich eben gemeint habe. Oh nein! Der Bohrer bleibt stehen. Verdammt. Naja, okay. Ah, genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Vielleicht schaffen es die Päckis da unten noch, wenn die noch ein bisschen rundreisen. Aber irgendwann zieht es die auch rein. Und okay. Aber trotzdem ganz gut weggefarmt hier. Reicht mir. So muss ich sagen, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren auf meinen Klankriegsangriff. Denn das wird sicherlich, das ist für mich immer eine spannende Sache hier auf Rathaus 11 vor allen Dingen, etwas zu reißen. Oh, na kommt, Leute, kann man mitnehmen. Ich bin ja jetzt nicht mit kleinen Truppen unterwegs. Den Bonus haben wir hier auch noch drin. Dann bauen wir die nochmal nach. Hier haben wir soweit fertig. Ich muss jetzt kurz nochmal die Helden recken und dann steigen wir aber direkt in den Clan-Kriegsangriff ein. So, Freunde, ich bin jetzt schon auf der Kriegskarte und hatte mir eigentlich vorgestellt, dass ich mein KS hier über die Helden schicke, also mein kleines Kill-Squad, und dann so von hier oder vielleicht auch von der Seite, das weiß ich noch nicht, mit den Hawks reinkomme. Wir gehen einfach mal rein. Meine Meute ist fertig. Ich habe eine Belagerungsmaschine, ich habe einen Heilzauber auf maximalen Level noch mit in der Clanburg, da ich ihn ja selber nicht maxed habe. Und so gehen wir mal rein. Warum habe ich eigentlich den Riesen dabei? Ich wollte die Clanburg locken. Ist eigentlich nicht so mein Ding, Clanburg locken auf so kleinem Niveau hier. Aber ich glaube, das funktioniert. Okay, das funktioniert in jedem Fall. Und ja. Okay. Da geht er weg, alles klar. Dann lassen wir den mal ganz behende fliegen. Hier müssen wir die Belagerungsmaschine natürlich jetzt mit reinnehmen. Und ein paar Bowler. Und auch hier ein paar Bowler. Dass mir die Truppen hier nicht ganz so wegschweifen. Ich meine, das werden sie sowieso. Vermutlich King und Queen werden mir wahrscheinlich entgleiten so ein bisschen. Ist aber nicht so schlimm. Das kriegen wir noch hin. So, da noch ein Magier mit bei. Und der Ballon und der Dings ziehen sich in jedem Fall nach dahin. Das passt schon mal, dass sie sich nach dahin ziehen.
Und ich muss hier jetzt nur so ein bisschen mehr hier die Magier vielleicht aufs Feld kriegen. So einmal hier in der Mitte die Walküren, die mir hier jetzt hoffentlich alles wegmachen. Das machen sie auch. So, den müssen wir mal eben anhalten. Denn sonst wird es mir hier ein bisschen zu eng. So, die Queen wird jetzt leider auch schon gezündet. Und ich muss jetzt meine Hox hier schon losschicken, Leute. Ich muss meine Hox losschicken. Eieieiei. So, Warden hier mit rein. Und Heilung, jawohl. Oh, der Drachen ist los. Der Drachen ist weg. Das ist schon mal super. Der Drachen ist weg, aber meine Queen ist jetzt auch weg. Okay. So, hier hinten nehmen wir die erstmal mit aufs Korn hier. Und ja, ist klar, dass da natürlich sowas war. Kein Thema, aber ist nicht so schlimm. Wir haben die noch ganz gut im Feld hier. Wir haben die noch ganz gut im Feld. Und jetzt zünden wir den Warden auch mal. Ich bin jetzt gerade ein bisschen nervös, Leute. Der Warden wird nochmal gezündet. Und das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Ich hoffe, oh, da sind aber nicht so viel in der Heilung jetzt gerade drin gewesen. Okay. Da sind jetzt nicht so viele in der Heilung, aber schnell noch clean up überall. Das müsste eigentlich reichen, Leute. Oh Gott, was für ein Krampf, aber es musste trotzdem reichen. Der Drache hat mich wieder so ein bisschen durcheinander gebracht, aber die Hox hier sind unheimlich stark und so sind das hier 3 Sterne. Das mag ich, wenn meine Videofolgen mit einem schönen 3-Sterner-Clankriegsangriff beendet werden. Und da brennt hier zeitlich auch nichts mehr an. Also haben wir noch mal ganz gut gemacht. Und jupsa, 3 Sterne, wunderbar. Sieht auch ganz gut aus. Und ich habe jetzt die Nummer 4 gemacht. Ich bin selber an Nummer 3 gesetzt, glaube ich. Bin selber auch noch nicht angegriffen worden. Also ist noch alles offen hier. Unsere Nummer 1 hat hier auch schon zugeschlagen. Immerhin mit 2 Sternen. 53%, das sehe ich so ein bisschen als gerettet an, aber macht nichts. Ich fahre jetzt ein bisschen weiter. Und zwar mit den Minern eigentlich immer. Ich glaube, das ist immer so eine ganz nette Farmtruppe, mit dem wir noch ein bisschen was machen können hier. Denn Pass habe ich aber schon fertig, Leute. Der Pass ist jetzt schon durch. Und das seht ihr hier aus den Rewards hier. Ich bin beim Heldenbuch angekommen. Und ja, die kriege ich jetzt leider nicht. Aber schöne Ohrringe, würde ich sagen. Und das war es auf jeden Fall aus dem Dorf hier. Also Endspurt. Vergesst nicht, einen Tag, 20 Stunden habt ihr noch Zeit, falls ihr noch irgendwo einen Account habt, der das noch nicht fertig hat. Gilt noch als freundliche Erinnerung. Aber Supercell wird uns sowieso einen Tag vorher nochmal erinnern. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, Leute, euer Toto. Flashed.